Die Altmannschüle, Sundersees auf 1487 Meter über Meer, politisch Seewelle, aber im Besitz von der Ortsgemeinde Bux, ein wichtiges Quellgebiet auch für die Stadt Bux. Und da macht eben der Verwaltungsrat von der Ortsgemeinde die Alpkontrolle. Man hat ja entsprechend investiert. Die Alp ist verpachtet, langjährig. Langjährig war auch der Schreiber, der Hans-Peter Fetsch, dabei. Das war seine letzte Alpkontrolle. Er wird pensioniert. Dann kann er dann tun und machen, was er will, hat er gemeint. Aber er hat gemerkt, mit einem leicht wehmütigen Blick. Er ist immer gern auf die Alp gegangen. Ein Besuch zum Schül lohnt sich immer. Da gibt es viele sehr gute Produkte zu kaufen. Käse, Joghurt und so weiter. Käse tut der Sommer Therese. Ich habe ihre Dörfer über die Schulter schauen. Morgen, kurz vor dem 8. Sie muss gutes Feuer haben, hat sie mir am Telefon vorher gesagt. Das macht sie mit Holz. Und ich darf filmen, aber nicht stören zuerst. Sie ist konzentriert. Die Milch kommt von den rund 300 Geissen. Die sind im Mittelsees. Am Abend und am Morgen werden sie gemolken. Die Milch kommt zuerst zum Kühlen in den Tank und dann geht sie dem schwarzen Schläuchli vom Mittelsees ins Untersees. Schätzungsweise 150 bis 200 Höhenmeter. Und dort daneben im Untersees verarbeitet Therese die Milch. Jeder Handgriff muss sitzen. Therese hat das gelernt, mit den Augen zu schauen, wie weit das ist. Ich habe noch ein paar Mal verstanden. Das in der Mitte habe ich nachträglich erfahren, ist die Harfe. Die nimmt sie jetzt hier raus. Und nachher tut sie das Rührwerk rein. Also, ich bin dort gestanden, auch gefilmt. Am Anfang habe ich gar nichts verstanden. Aber Therese, die hat einen Griff nach dem anderen gemacht, hat überhaupt nie einen unsicheren Eindruck gemacht, hoch konzentriert, dort drüllt, da dreht, wieder ein Werkzeug rein tun. Es war ein bisschen feucht da drin. Es hat natürlich Nebel gegeben, die Linse ist angelaufen, es war ein Look. Und alles immer sehr sauber. Hygiene, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das habe ich dann festgestellt. Ja, man gemerkt halt, Therese hat das gelernt. Der Umgang mit der Technik und die Hygiene schon in ihrem ersten Beruf. Ihr werdet dann erfahren, was sie vorher alles gemacht hat. Das hier, das ist jetzt die Harfe. Die muss jetzt gereinigt werden. Es muss Hand in Hand laufen, weil es muss ja für den nächsten Tag dann wieder gerüstet sein. Ich war gespannt, wenn ich Therese etwas fragen darf, weil ich bin einfach da gestanden und schaue, dass ich die Linse ein bisschen frei halte von dem Nebel, von dieser Kondensation und schaue, dass ich ein bisschen Geräusche drauf bringe, dass man etwas verstanden hat in diesem Lärm. Ich war erstaunt, wie Therese hier geschafft hat und auch, was für eine Power, was für eine Kraft das braucht. Holz noch liegen, immer wichtig, das Feuer muss stimmen. Und dann hat sie Zeit gehabt. Jetzt habe ich hier die Wanne vorgeheizt. Wanne? Wanne, ja, wo nachher der Käse reinkommt. Mit heißer Säure, die ich hier rein aufgeheizt habe. Ja, ja, ja. Und jetzt habe ich auch übergepumpt in die Wanne. Also, was pumpst du von woher? Da rein ist die Säure, die heiße Säure. Ah, die so, ja, ja, ja. Und dann habe ich die vorher übergepumpt in die Wanne, wo nachher der Käse reinkommt. In die Käsewanne. Jawohl. Und jetzt ist das genug. Hat da genug aufheizen. Jetzt pumpe ich da wieder retour die Säure, das gut ausspülen. Und dann ist eben die Wanne schön isoliert. Und das ist ganz wichtig für den Käse, dass der möglichst lang warm bleibt. Aha. Jetzt pumpe ich da wieder retour. Also ist das etwas drin, in dem Fall? Da jetzt nichts, aber da kommt jetzt dann gar. Aha. Ja, genau. Jetzt bin ich auch den Bruch im Käsekessel, bin ich schon am Wärmen, am Aufheizen. Der wird nachgewärmt, nachdem er geschnitten worden ist. Und das ist jetzt, was ist das, was der Hand hat, das Werkzeug? Was ist das da? Das ist die Harfe. Ah! Harfe, ja. Wo ich den Käse geschnitten habe. Am Anfang. Und nachher habe ich die grosse Harfe, wo automatisch, also wo ich, wo automatisch schneidet. Du hast keine Zeit zum Anfangen jetzt auch, ja? Wohl, jetzt geht's schon. Jetzt bin ich gut nah. Und den Sonnenaufgang schaue ich auch jedes Mal. Jedes Mal, ja. Jetzt bin ich eben gerade noch am Joghurt machen. Und jetzt brauche ich dort auch noch ein bisschen Dampf dann am Schluss. Fürs Joghurt. Jetzt wird der Schlauch schön durchgespült.
Das sind jetzt Käseförmchen? Ja, da drin kommt noch ein Käse. Genau. Jetzt könnt ihr hier auch noch ein bisschen vorwärmen. Jetzt muss ich hier im Kessel einen Platz haben für noch mehr heißes Wasser, um den Bruch zu wärmen. Jetzt muss ich hier ein bisschen Schotten rausnehmen, weil ich sonst gar keinen Platz habe, weil es hier voll ist. Es ist immer gut, wenn man die Käsekörnchen wieder abwäscht. Die kleben, wenn sie trocken sind, wie verrückt. Zwischendrin kontrolliere ich hier beim Joghurt noch die Temperatur. Jetzt zuerst einmal bis 85 Grad aufheizen und nachher wieder abkühlen, damit ich die Konturen vom Joghurt drin tun kann. Jetzt habe ich gesagt, am Sehr, wo ich die Wärme habe. Ja, du, Therese, wie bist du überhaupt hochgekommen? Wie? Ja. Ja, im 18. bin ich das erste Mal als Praktikantin hier hochgekommen. Und habe vor allem gehirtet. Ich bin mit den Hirten mit, bis weit. Und ja, dann haben wir gleich gemerkt, dass es gut funktioniert im Team. Und dann haben wir uns ein bisschen besprochen oder haben wir uns vorstellen, dass wir das dritte jetzt ein Jahr drauf noch mal machen. Du kommst aus der Landwirtschaft, gell, ursprünglich?
Ja, aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof, ja. Und sonst bist du Hebamme? Ja, genau. Passt eigentlich gut, sagen wir, das sieht hier eh aus wie Geburt, gell? Vom einen zum anderen Ort, nicht? Ah, mit dem Mäntel, ja. Nein, nicht so, aber es ist kompliziert, es ist wahnsinnig kompliziert, das ja, Ganze, es ist, gell? Ja, es ist ein Handwerk, das man auch mal lernen muss. Du musst mal dort einstecken, mal da einstecken, mal da spritzen, mal dies und jenes holen. Ja. Wie hast du das gelernt? In einer Woche, intensiv. Da oben auf dem Alschühe selber, ja. Ist das jetzt normal, so ein Käserei, oder ist das, weißt du, schon unglaublich viel, so maschinell, fast auch vollautomatisch oder halbautomatisch? Ist das etwas Modernes jetzt da oben, was wir da haben? Ja, mich denkt es schon. Es gibt schon noch einen Haufen, die wirklich über einem offenen Feuer käsen und die nicht ganz so gut eingerichtet sind. Ich habe das Gefühl, es ist schon gut eingerichtet, ja. Aber du machst hier mit Holz Feuer, gell? Ja, das mache ich. Und das ist schon wichtig, dass du ein gutes Feuer hast. Ja, brennt dann nicht immer gleich gut. Gell? Ja. Ja. Es aber da gibt halt dann einfach den Dampf in dem Dampfkessel rein. Ja, wird das Wasser erhitzt, es gibt ja Dampf. Genau. Und den brauche ich nachher, um ganz fein können dosieren, wie viel Wärme das ich brauche im Kessel selber. Jetzt bist du doch zuerst dort oben gewesen, weißt du, dort oben. Das ist das Hauptkessel oder was, ja, das dort oben, ja. Und nachher hast du gesagt, du hättest jetzt irgendetwas von da her da reingepumpt. Also kannst du mir das auch mal langsam erklären, was hast du da oben gepumpt? Ja, also man tut das Material von der Käse tut man mit Lauge und mit Säure waschen. Aha, ja. Immer mal wieder abwechslungsweise. Und jetzt haben wir angefangen, die Säure, die ich brauche zum Waschen, haben wir die aufgeheizt, noch viel mehr, wie das man es bräuchte zum Waschen. Ja, ja. Um sie nachher hier über in die Wanne zu pumpen, die isoliert ist, wo nachher der Käse reinkommt. Jawohl. Dass die Wand schön die Wärme aufnimmt und dass die Wärme besser behält. Ah, das ist wichtig, dass der Käse in die richtige Wärme reinkommt. Ja. Und das ist jetzt aber das erste Mal, wo man das so macht. Aha. Das hat, letztes Jahr ist das noch nicht so. Ja, ja. Und dann bist du irgendwie dort hinten gesprungen und dann hast du dort den Tour angeschaut und dann hast du gesagt, aber jetzt müssen wir schon unterbrechen, dann gehen wir nur. Jetzt bist du etwas schauen gegangen, was hast du schauen müssen? Ich habe geschaut, wie viel Wasser das schon im Käse drin hat. Eben, gell, es ist ständig, du gehst und musst gehen. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Und dann bist du dort hinten gegangen, weißt du, dann hast du gesagt, die Joghurtkulturen setzt du dort hinten, hast immer auf die Tour geschaut, hast gesagt, ich bin jetzt nah. Also du hast einen genauen Zeitplan im Grunde genommen. Ja, das geht um Minuten. Wahnsinnig. Ja, ja. Ja, es läuft, die Abläufe, der Tagesablauf oder einfach die Abläufe hier in der Käse, die laufen ineinander. Jetzt bin ich gleichzeitig noch am Joghurt machen und eben am Wasser einlassen, vorgeheizt. Also die Handgriffe, die sind wirklich ganz gut aufeinander abgestimmt. Und du musst jetzt auf was warten? Auf was musst du jetzt schauen? Jetzt warte ich, also ist schön, kann ich warten, ja. Sonst bin ich normal noch am Putzen oder am Waschen. Ja. Jetzt bin ich ganz gut noch. Jetzt warte ich einfach bis Wasser. Bis genug Wasser im Kessel oben innen ist. Es wird wie noch nachgewärmt mit Wasser. Und vorher hast du mit der grossen Harfe durchgezogen, hast du so ein Schäufel in der Hand gehabt. Entschuldigung, ist laienhaft. Hast du gesagt, sie sind gross genug, sind gross genug. Das hat ausgesehen wie so ein Hüttenkäse. Ja, genau. Ah, das ist der Bruch, wo nachher wieder verschmilzt und der Käse gibt. Ja. Ah ja, und das ist genau, das muss wie die Granulat oder wie wir dem Zeug können sagen, wie sagst du den Einzelnen? Bruchhorn, ja, genau. Ja. Und das muss eine gewisse Größe haben. Ja, genau. Das ist eine Erfahrung, mit der Harfe schneiden, bis es wirklich die Größe hat. Das ist eine Erfahrung, gell, du hast. Ja, also ich habe es gelernt bekommen, wie gross das eben sein muss. Ja. Und jetzt schaffe ich nach dem. Hast du jetzt? Und jetzt schaust du, ob es wie viel Wasser... Oh. Ja, jetzt ist was es perfekt. Das? Jetzt hat es die Temperatur, die es haben muss. Ja. Das war der Wecker. Oder ja, die Temperatur fühlen. Und das Wasser ist jetzt auch genug drin. Also es ist gerade perfekt. Das heisst ein perfekt? Ein schönes Schäumchen hat es. Aha. Das schöpfst du dann raus? Nein, das schöpfe ich nicht raus. Der Käse schöpfst du nachher raus, oder? Nein, der ist eben auch ganz gut eingerichtet. Der kommt nachher hier aus dem Schlauch unten raus. Abfüllen. Aha. Kann ich nicht ausziehen mit dem Tuch. Oh, also das ist ja unglaublich. Und wo kommt die Milch her am Morgen? Am Morgen kommt die Milch durch den schwarzen Schlauch. Das ist die Pipeline von oben vom Milchstand. Also das ist der kleine Schlauch da oben? Da, der dünne Schlauch hier, ja. Da läuft jetzt Wasser dran. Ja. Ja. Und am Morgen und am Abend kommt die Milch von oben runter. Durch die Pipeline vom Milchstand. Direkt wo rein? Direkt in? Ja, dann habe ich den Schlauch gleich ins Kessel. Aha.
Genau. Mhm. Das ist schön natürlich abgestimmt von der Menge her. He? Es kommt einfach so viel wie die Gäste Milch gegeben haben. Ja. Und da hat schon Platz im Käse. Ja, ja. Ich tue jetzt auch nicht mehr jeden Tag Käse, weil die Milchmenge schon abgenommen hat. Und jetzt kann ich hier mehrere Gemälde zusammennehmen, bis ich ein volles Käse habe. Und dann tue ich Käse, wenn es voll ist. Und ja. Joghurt auch? He? Joghurt mache ich nach Bedarf. Bis jetzt hat es eigentlich alle Woche 40 Liter gebraucht. Ist beliebt dein Käse, gell? Gob und überall? Ja, ja. Ah, ja genau. Gob und Migros. Ja. Holen. Für den Globus kommt auch ein Teil weg. Ja. Ja. Und hin und wieder sattelst du Käse und gehst auf den A4 rauf? Wie? Ja, und hin und wieder sattelst du Käse und laufst auf den A4 rauf? Ah ja, tatsächlich. Hoppla, Enza, hast du das gesehen? Wir sagen jetzt nicht, wer da kommt, aber sie sind glaube ich irgendwie Ortsverwaltungsrat, gell? Ja, sie haben hier eine Sitz. Alpbegehung, das heißt mehr Alpbefahrung, müssen wir jetzt sagen, sie sind mit dem Auto gekommen. Ja. Okay, ja, dann schauen wir dann weiter zu. Ja, sind wir dann nämlich schon parat zum Abfüllen. Dir gefällt der Job hier, gell? Du, der passt mir. Ja, ja. Fast so das gut wie immer. Ja. Käsegewehr. Es ist ganz etwas anderes. Ja. Es ist auch ein Handwerk, wo man gelehrt werden. Aber du musst können anpacken. Das ist noch, du brauchst noch Kraft, gell? Ja, das braucht man auch ein bisschen. Ja, ja nein, nein, also das ist schon ein Streng, oder? Jetzt auch auf Besuch. Ja, schau. Sind das, ich bin ja noch nervös, wenn ich die Leute zuschaue. Sind das Bekannte von dir jetzt, Therese? Die, die jetzt doch. Ja. Ja, ja, die sind mir schon bekannt. Die können jetzt gut kontrollieren, oder was läuft es da? Ja, nein, nein, die können nicht. Hoffentlich nicht alle Käse. Dann hast du jemanden mal besucht, bist du nicht immer allein hier oben? Nein, nein. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Da lässt es den Käse raus. Ja. Ja. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen schotten. Ubla. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen schotten in die Wanne Was hast du so drin, Therese? Das ist ein Sieb. Wie heißt das denn? Das ist ein Sieb. Hoi. Wo die Schotten rauspumpen konnte, ohne dass man. Oder rausnehmen, ohne dass man das Bruchkorn auch mit rauskommt. Jawohl. Aber du hast gesagt, es sei nicht so schwer, aber das ganze Zeug, Schlauch, Sieb, das ist alles doch schon sehr schwer, nicht? Ja, so also sehr schwer ist es nicht. Nee. Das ist das Gewicht. Aha, gut. Es ist machbar. Jetzt tust du es heute auch quasi waschen oder ja, so? Ja, da wird dann gewaschen da rein, genau. Ja. Die Säure. Und da hast du die Schotte nie gelohnt? Ja. Da ist jetzt ein Teil Schotte drin und jetzt tue ich hier abfüllen. Jetzt kommt Käse? Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen Förmchen drin. Der Käse in die Form, genau. Wie lange bleiben die jetzt da drin? Die bleiben bis morgen Morgen da drin. Sie werden dann noch ein paar Mal gekehrt. Also zuerst kommt dann die Schotten weg. Und dann werden die gekehrt bis zum Abend. Immer mal wieder. Und dann morgen Morgen nehme ich es raus.
Und dann haben sie schon schön feste Konsistenz. Dann kommen sie ins Salzbad. Da hat sie schon einen Teil Schotte drin gehabt. Das ist ganz wichtig fürs Abfüllen. Dass die Luft gut entweichen kann. Die Luft, die mitkommt mit dem Korn, kann so, wenn es Flüssigkeit drin hat, kann das Korn absinken und die Luft kann oben weg. Ist schon gleich noch ein bisschen eine Nervensache, das Ganze, gell? Ein Nervensache? Ja, weißt du, so alles muss alles genau stimmen und wenn etwas nicht stimmt, dann kommt es nicht gut und so. Ja, wenn etwas nicht stimmt, dann merkt man es am Schluss im Käse. Wenn etwas nicht gestimmt hat, das ist wahr. Ihr seid das Dritte hier oben? Ja, und eine Praktikantin noch, das Vierte. Ja, das Vierte. Und die Geissen sind im Obersäßchen, gell? Ja, die sind jetzt ganz oben. Auf der Weide. Ah, ja. Also die Molche wird im Mittelsäß und jetzt sind sie draussen. Wahrscheinlich auf dem Krummen stehen. Oberstube. Bist du sportlich? Ja. Siehst du? Schon. Eben, gell? Ich war lange im Turmverein und jetzt mache ich für mich selber mache ich Sport. Aber jetzt, wenn du am Käse bist, dann brauchst du keinen zusätzlichen Sport mehr. Oh nein, nein, das ist genug Arbeit. Die füllst du jetzt bis man oben etwas sieht? Ja, bis das Käse leer ist. Aha. Dann muss alles hier reinmögen. Das machst du alles jetzt noch am Vormittag? So, gerade jetzt, den Anschluss? Ja, ja, dann mache ich es dann gleich. Ach so. Ja, bis am Mittag ist fertig Käse. Aha. Bis am Mittag ist fertig Käse. Und was machst du denn nachher so in der freien Zeit? Ja, dann muss ich noch einen Käsekeller fertig machen. Aha. Das ist ja jetzt erst 8:30 Uhr. Also, ist ein 24-Stunden-Programm, wenn man ganz ehrlich da oben. Ja, schon nicht ganz. Ja, aber fast. Es kann schon sein, dass man mal an einem Tag wirklich von morgen bis zum Abend, es gibt halt immer etwas zu tun. Man könnte immer etwas tun. Eben, gell? Dann bin ich noch für die Zauber zuständig. Und dort unten könnte man auch alle noch etwas machen. Oder ich gehe halt auch ab und zu raus. Ich melke dann am Abend, weil ich es eben auch noch gerne mache. Und dann ist man dran bis zum Abend, ja. Wird denn jetzt langweilig? Früh vier Abend gibt es meistens nicht. Kann man sich vorstellen, ja. Aber für das sind wir ja auch nicht auf der Alp. Ja, wohl so. Vierabend. Ja, aber das ist ja so anders vorgestellt, irgendwie. Ja. Ja, ein bisschen romantischer. Ja, ja. Ein bisschen mehr Zeit und so. Ja. Hey, ich sehe, du hast die Schotten jetzt genau ab. So abgelassen, dass die Käse oben an vielleicht einen Zentimeter daraus rausschauen. He? Ja, genau. Die sinken jetzt noch ein bisschen ab. Die hocken ein bisschen zusammen. Ja. Und jetzt kommen dann schon Gewicht drauf und dann ist es wieder unter den Schotten. Und das ist wichtig, dass unter den Schotten sind? Ja, das ist wichtig. Wegen dem Eintröchnen? Ja, es hilft einfach auch, die Wärme zu behalten. Aha. In einer Viertelstunde kommt dann die ganze Schotte weg. Aber dann die bleibt. Der Käse ist schon das erste Mal gekehrt. Und dann hat sie keine mehr. Ah, ja. Das ist jetzt einfach eine Viertelstunde noch so an der Wärme in der Schotte. Und das ist dir nie passiert, dass das abeinandergeht? Das hebt ja hervorragend. Ja, das hebt jetzt gut. Also das ganze abeinandergeht, ist mir wirklich noch nie passiert, nein. Aber da ist es wirklich geradezu phänomenal, nicht? Ja, heute passt es mir auch ganz gut. Ist gut gekommen. Das sind jetzt das Gewicht, das du her tust? Das sind im Moment Siebli und so Plastikdeckeli. Und nachher kommen das Gewicht drauf. Aha. Gewicht sind hier auch an der Wärme, am Rand noch. Ach so. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also mit all diesen verschiedenen Arbeitsschritten. Also, hey, hallo? Das habe ich auch gedacht nach einer Woche. Ja. Das hast du aber schon schön aufgeschrieben, nicht? Ja, das habe ich mir gut aufgeschrieben am Anfang. Und dann ist es sehr schön da gewesen. Ich habe es aufgeschrieben. Eine Woche lang, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Und nach dieser Woche habe ich einfach selber müssen. Aber mit den Abläufen, die ich mir notiert habe, ist es dann gleich gut gegangen. Und es geht auf einen entspannt. Also das Gefühl hatte ich auch.
Vor allem, weißt du, so ein bisschen Feissach am anderen, ohne dass du irgendwie gross umstudierst und so. Ja. Ja, weil einfach die Abläufe drin sind. Aber da hat am Anfang schon noch anders ausgesehen. Ist dir das entgegengekommen? Also aus einer quasi wie Bauernfamilie kommst du die Schläuche anstecken oder wegnehmen. Ist wirklich auch ein technisches Wissen und Können. Ist dir das entgegengekommen? Hast du früher schon als Mädchen dürfen an die Maschine hergehen? Ist jemand mal nicht selbstverständlich, oder? Ja. Nein, bin ich nicht so die, nicht die so, an die Maschine ja. ist. Nein, wir haben schon auch alle geholfen, aber... Genau, weißt du, meine Frau ist überall kommt von der Bauernerei und eigentlich Traktoren und all das war eine Sache der Burschen und die Mädchen eben eine andere Aufgabe hatte. Ist bei euch dem noch auch so gewesen. Aber du hast das voll im Griff, gell? So. Ja, wir sind vier Mädchen. Aha. Und haben auch mit dem Traktor also, hantieren. Eben, dann hast du ja schon... Mit gar keinem Burst gehabt. Ja, dann natürlich. Ja. Mir ist aufgefallen, einfach dein technisches Können, gell? Also zack, zack, wie du das gemacht hast. Schlauch weg, Schlauch her, das raus. Einfach die Abläufe auch vom Technischen her, super, ja. Ja, die sind jetzt einfach drin, ja. Ein Wasserfang. Ja, das sind die, das ist jetzt unser Gewicht. Ja. Jetzt kommen die Gewichte und die waren am Rand, gewesen, gell? Ja, auch an der Wärme. Ja. Und jetzt taucht es wieder ein in die Schotte. Ja, genau. Die lassen wir dann eine Viertelstunde so in den Schotte rein. Und nachher werden und schotten weg und dann werden die Käse das erste Mal gekehrt. Und dann nicht mehr belastet, oder? Wohl, dann kommt nochmal ein Gewicht drauf. Ah, nochmal. Nochmal für 20 Minuten und dann kommt das Gewicht einmal weg. Ja. Ist gleich relativ ein langer Prozess, gell, bis die Käse entstehen. Also, wann hast du die Milch eingefüllt? Am die Morgen? Heute, ja, am Viertel ab 6 ist die Milch gekommen. Dann musst du da sein, ja? Ja, ich war schon einen Moment vorher da gewesen. Mein Gott, nochmal. Mit Ausschlafen ist also auch nichts auf dieser Alp. Nein, das wäre eine schöne Vorstellung. Dann kommt dann im Herbst wieder das Ausschlafen. Habt ihr eine Funkverbindung, dass du dann weisst, wenn die Milch kommt? Ja, genau. Wir funken und dann weiss ich Bescheid, wenn sie hier oben angelassen haben. Und es geht dann 7 Minuten, bis die Milch hier unten ankommt. Und dann kann ich mich ganz genau nach dem richten. Dann wird das gerade frisch gemolken und gerade direkt dir weitergehen. So. Ganz genau. Ja. Und der Schlauch ist immer mit Wasser durchgespült. Das ist doch wichtig, gell, damit es eben. Ja, es läuft immer Wasser. Das ist für die Hygiene wichtig, dass der Schlauch schön sauber bleibt. Und ja, für die Milch hat es wie einen Schieber, den man umstellen kann. Und dann kommt die Milch und wenn man wieder schliesst, dann läuft einfach wieder Wasser drauf, genau. Die lässt jetzt eine Viertelstunde so da liegen. Genau, ja. Und in dieser Zeit wird wieder geputzt und gewaschen. Also du bist ja länger in fitter geworden. Was hast du gesagt? Am Anfang hast du schon... Am Anfang habe ich 20 Liter Joghurt aufs Mal gemacht. Ja. Und dann haben wir gelacht und gesagt, ja, Ende Alp mag ich dann schon die 40 Liter tausend, dann mag ich auch 40 Liter aufs Mal machen. Und da hat dann gleich angefangen, ja, dass ich 40 Liter Joghurt aufs Mal gemacht habe. Dann wirst du auch gesund und fit. Man merkt schon, dass man ein bisschen Kondition oder ein bisschen Kraft aufbaut. Kein Rückenweh? Nein, habe ich nie gehabt. Nein. Ich kann gerade schon die Etikette draufgeben. Ja, genau. Die verschmilzt dann wie ein bisschen mit der Rinde. Ich kehre das erste Mal. Jetzt haben die schon viel festere Konsistenz. Die Käse. Die kannst du jetzt schon richtig heben. Ja. Man kann es schon nicht zu lang. Es gibt dann gerade einen Abdruck. Da sind schon noch weich. Ja. Es gibt hier gleich einen Abdruck. Aber hier auch. Ja. Aber gerade, dass es zum Kehren geht. Wie lange geht es jetzt, bis man die dann wirklich essen kann? Ja, das geht schon. Also mit 4 Wochen sind sie noch jung. Ja. 5-6 Wochen wäre schon gut. Das ist, was ist das so? Ein 20er-Förmchen, oder? Ja. Vom Durchmesser her? Ja. Ja, genau. Wie schwer ist jetzt so ein Käse, wenn er austrägt, also wenn er dann fertig ist? Ja, knapp 2,5 Kilo, nicht ganz.
Und du machst jetzt jeden Tag machst du so, was auch nicht denkt, über 30 so Käse. Ja, es sind gerade 28. Ja. Ja, du bist gut. Das heisst, mit anderen Worten, im Sommer habt ihr wahrscheinlich so 30'000 Liter Milch, oder? Ja, bei dem Schluss 3 Tonnen Käse. Aha. Ungefähr. Ja. Ja, du. Dann hast du etwas geleistet, hä? Ja, das macht Freude. Wie man sieht, was man gemacht hat am Ende des Tages. Der Käsekeller ist ein Naturkäsekeller, oder? Nein, hä? Auch? Nein, ist, es hat, hier hat es noch einen alten, die eine Tür ist noch ein. Der alte Käsekeller, der hat noch einen Naturboden. Jawohl. Ja. Aber dort, wo jetzt der Käse drin ist, das habe ich nicht Natur, nein. Ja, es muss schon, es darf nicht zu warm sein im Keller. Ja. 13, 14 Grad hat es jetzt. Wenn ich zu warm hätte, müsste ich schauen, dass ich besser durchlüften kann. Genau, ja, ja, ja. Und wenn ich zu kalt habe, am Anfang war es eher ein bisschen kalt, dann habe ich einfach mit heißem Wasser den Boden bewässert. Dann hat es auch gerade noch etwas Dampf gegeben, dass die Luftfeuchtigkeit ein bisschen hochkommt. Ja. Ja, aber jetzt habe ich eigentlich eine stabile Temperatur und eine stabile Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. Dann nimmst du jeden einzelnen raus, erst und tust wieder rein. Ja, genau. Und dann nochmal das Gewicht drauf. Und dann am Abend kannst du es ganz wegnehmen. Dann tue ich tue jetzt nochmal einen Moment das Gewicht drauf und dann in den Weg. Und dann werden sie nochmal gekehrt und am Abend dann nochmal, auch nochmal mit Gewicht. Ja. Und die werden erst morgen am Morgen dann ausgepackt. Ah, so, ja. 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 Also, was heisst morgen am Morgen, also nachdem du den Käse hast? Ja, am 5. Am 5. Vor dem Käse. Ach so. Brauche ich die Förmli wieder. Ich interessiert. Dann hast du nicht zwei Sätze Förmli. Nein, also. Nein. Aha. Die werden dann eben gewaschen. Mhm. Wieder vor dem Käse. Ja. Ja, ja, ich merke schon. Mhm. Mal eine ganz persönliche Frage. Wenn kannst du am Abend so sagen, jetzt ist fertig, jetzt ist Ruhe? Wenn kannst du mal sagen, jetzt musst du mal nichts machen? Ja, das Nachtessen braucht halt auch noch viel Zeit mit dem ganzen Team. Also wirklich, wenn man ins Zimmer geht oder am Feierabend ist, ist es gern halb 10. Ja. Also halt gleich. Wir haben halt auch noch viel Besuch und dann hückeln wir am Abend noch ein bisschen.